Hi, ihr lieben Fräuleinchens, zum zweiten Teil meines Labervideos. Ja, also ich habe momentan irgendwie so einen großen Redebedarf, dass ich einfach deshalb zwei Videos draus gemacht habe. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, dann verlinke ich es euch natürlich gerne hier oben. Da könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Und jetzt würde ich sagen, wir starten mit diesem Video und ich wünsche euch auch hier wieder viel Spaß beim Ansehen. Für mich ist das heute irgendwie so ein bisschen komisch, weil ich die ganze Zeit hier sitze und in die Kamera labe, aber ich mache zwei Videos draus. Also da muss ich jetzt echt so ein bisschen ja, beim Sprechen halt aufpassen, wie, wo, was. Naja, auch heute habe ich mir wieder meine Notizen im Handy gespeichert, so ein, zwei habe ich im Kopf. Worüber ich heute so ein bisschen mit euch sprechen will, also ihr wisst, ich habe einen ganz großen Redebedarf aktuell. Ich hoffe, das bleibt so. Denn ich merke gerade, dass mir die Art von Labervideos echt sehr gefehlt hat. Einfach mal vor die Kamera setzen und spontan losquatschen. Das merke ich jetzt erst, wie toll ich das damals eigentlich fand, so zu meinen Anfangs-YouTube-Zeiten. Ja, wenn ich jetzt so wieder hier sitze, das ist Wahnsinn. Naja, wir starten. Also das wird jetzt heute hier so ein Mix aus euren Fragen und so mit dem Zeug, was mir halt gerade so ein bisschen im Kopf rumschwirrt derzeit. Genau. Natürlich ist es als YouTube-Mama so, dass man immer wieder die ein und selben Fragen bekommt, die ich jetzt heute final hier in diesem Video nochmal klären möchte. Und ganz oft kommt nämlich die Frage auf, wie sieht es denn aus bei euch mit dem Thema Kinderwunsch? Seid ihr fertig? Wollt ihr ein weiteres Kind? Und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen gebraucht, über dieses Thema zu sprechen. Gerade das Thema Kinderwunsch hat mich doch, muss ich ehrlich zugeben, gerade im letzten Jahr doch sehr beschäftigt. Verzeiht bitte die Lichtverhältnisse, das liegt einfach an der Sonne. Das ist wieder heute hier so ein Kommen und Gehen von der Sonne. Genau, also wie gesagt, das Thema hat mich doch sehr beschäftigt in dem letzten Jahr. Für mich war klar, nach der Sophie ist definitiv Schluss. Wir haben immer gesagt, nach drei Kindern ist Schluss. Allerdings muss ich dazu sagen, als Teenager, mein allererster Freund, wenn ich bei denen immer zu Hause war, ich fand es einfach so toll, weil das waren vier Kinder. Das war eine schöne Großfamilie. Die Mama hatte alles im Griff. Und diese Vorstellung fand ich als Teenager toll, dass ich das später auch mal haben möchte. Naja, dann war ich ja mit meinem ersten Mann verheiratet. Da war mir definitiv klar, mehr als zwei gibt es nicht, weil ich mir halt auch nicht vorstellen konnte, mit dem Mann überhaupt noch ein Kind zu bekommen. Dann haben wir den Christian kennengelernt und mit ihm kam dann doch nochmal der Wunsch, gerade weil der Christian ja keine eigenen Kinder hatte, da muss noch ein gemeinsames drittes Kind her. Ja, genau. Und dann haben wir eigentlich beschlossen, nach dem dritten Schluss. Man muss auch sagen, die Sophie war ein sehr, sehr, sehr anstrengendes Baby. Also die Sophie hat uns nervlich, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen ja, kaputt gemacht. Ja, doch. Sie war halt einfach ein Schreibaby. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff High-Need-Baby was sagt. Wenn nicht, googelt das mal. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Also wir haben nie so eine Diagnose bekommen, dass die Sophie ein High-Need-Baby war. Allerdings, wenn ich mir diesen Begriff durchlese, dann hat so ziemlich jeder Punkt auf die Sophie zugetroffen. Und es war halt schon richtig anstrengend, deshalb hat der Christian immer gesagt gehabt, definitiv gibt es kein drittes mehr. Man muss aber dazu sagen, dass ich bei meinen Großen wirklich ganz, ganz großes Glück hatte. Das waren so typische Anfängerbabys, die konnte man überall mit hinnehmen. Wenn ich meine Arbeit geschafft hatte, konnte ich die in den Laufstall legen. Die haben gespielt und das hatte ich halt alles bei der Sophie nicht. Ne? Also da ging den ganzen Tag über, kam ich zu nichts. Erst abends, wenn der Christian nach Hause kam, habe ich Sophie abgegeben und habe dann angefangen, meinen Kram zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich damals noch mit YouTube anfangen konnte, wie ich damals schon Videos produzieren konnte. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, ich bin total abgeschweift eben. Ja, auf jeden Fall haben wir eigentlich gesagt, na, der Sophie ist Schluss. Dummerweise kam bei mir irgendwann wieder der Kinderwunsch. Meine Schwägerin hat mal gesagt, das liegt einfach daran, dass wir beide ziemlich früh angefangen haben, Kinder zu bekommen. Und wenn man dann in dem Alter ist, wo die anderen eigentlich erst anfangen, Kinder zu bekommen, dann kommt automatisch dieser Wunsch wieder auf. Das habe ich ja auch damals gemerkt, als wir uns die Sophie gewünscht hatten. Und ich glaube, dass es wirklich an diesem Alter liegt. Ich bin jetzt 35 und andere in meinem ehemaligen Freundeskreis, sage ich jetzt mal, die fangen jetzt erst an, Kinder zu bekommen. Ich glaube, dass deshalb bei mir dieses Thema doch nochmal aufgekommen ist. Und gesundheitlich,
ich könnte eventuell noch ein weiteres Kind bekommen. Mir wird aber ärztlich davon abgeraten. Einfach, weil ich 3 Kaiserschnitte hatte und nach dem 3. Kaiserschnitt ist die ganze Bauchdecke aufgerissen und ich musste wieder komplett zusammengeflickt werden. Habe jetzt auch ein Netz im Bauch, das ich ja jetzt nicht mega groß wieder ausdehnen sollte. Aber trotzdem wäre eine weitere Schwangerschaft machbar. Ja, nur leider muss ich euch dazu sagen, zu einem Kind gehören halt immer noch 2 Personen, dummerweise. Und bei dem Christian ist definitiv gar kein Kinderwunsch mehr vorhanden. Also der Christian möchte überhaupt kein Kind mehr. Und das ist halt auch was, dazu kann ich ihn nicht überreden. Wisst ihr, was ich meine? Dazu fehlen mir erstens mal die Argumente, denn die, die er nennt, machen schon Sinn. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Trotzdem hat man halt einfach diesen Wunsch. Und ich muss einfach selbst lernen, mich von diesem Wunsch zu verabschieden. Und dann ist es natürlich nicht so förderlich, wenn ich immer und immer wieder von Zuschauern gefragt werde, wäre nicht doch noch ein 4. Kind ganz toll? Ich könnte mir so gut vorstellen, dass ihr noch ein Kind bekommt. Das ist zwar alles ganz lieb gesagt, aber irgendwo tut es auch weh. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, jede Frau, die mal einen Kinderwunsch gehabt hat, die weiß, wovon ich rede. Und ja, wie gesagt, ich verabschiede mich wieder von diesem Wunsch. Ich habe euch ja im letzten Video schon gesagt, dass wir jetzt gerade auch einen ganz anderen Traum haben. Einen Traum, der einfach voraussetzt, dass wir beide berufstätig sind. Und das sind wir und das soll auch so bleiben. Und deshalb, ja, wird es leider kein 4. Kind mehr geben. Vielleicht kommt irgendwann dieser Wunsch doch nochmal bei dem Christian auf. Das kann sein. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir werden auch nicht jünger. Ich bin mittlerweile 35, der Christian wird nächstes Jahr schon 40. Da ist halt einfach die Frage, wie lange man noch warten könnte mit dem nächsten Kind. Und deshalb, wie gesagt, werde ich mich von diesem Gedanken verabschieden. Obwohl ich auch ganz ehrlich zugeben muss, dass es schon so ein bisschen wehgetan hat. Ja, weil wenn der Wunsch einfach da ist, dann ist er da. Und das hat damals, ihr wisst ja, die Sophie entstand durch Hilfe von der Kinderwunschklinik. Also nicht komplett in der Kinderwunschklinik, aber mit Hilfe dadurch. Und die hat damals auch zu mir gesagt, ihr ist es egal, ob jemand den 4. oder den 1. Kinderwunsch oder den 10. Kinderwunsch hat. Sie helfen allen und das fand ich eigentlich ganz toll, weil Kinderwunsch ist Kinderwunsch, egal wie viele Kinder man hat. Und deshalb tut das auch, wie gesagt, manchmal noch so ein ganz kleines bisschen weh. Eine Freundin hat auch gesagt, willst du dir das wirklich nochmal antun von Anfang an? Aber ich muss sagen, bevor ich jetzt wirklich fertig bin, mein nächstes Jahr kommt die Sophie in die Schule, da würde ich dann lieber doch noch eins bekommen. Aber wie gesagt, hier geht es ja nicht nur um mich, sondern um uns als Familie. Und ich kann diese Entscheidung halt leider nicht alleine treffen. Das ist halt so. Ja, nächstes, worauf ich ganz, ganz oft angesprochen werde, sind unsere getrennten Schlafzimmer. Ich habe auch letztens gelesen, ja, jetzt schläft doch die Sophie in ihrem Bett. Jetzt könnt ihr doch wieder gemeinsame Zimmer machen. Aber die Sophie war nie der Auslöser, dass wir die Zimmer getrennt haben. Fakt ist einfach, der Christian hat einen sehr, sehr leichten Schlaf und der hat mich leicht in die Irre getrieben, weil sobald ich nur ein bisschen lauter geschnauft habe, hat er mich angetippt, ich soll mich doch bitte umdrehen. Und dann, damals war ja die Sophie ein Baby, ne, die natürlich auch öfters nachts wurde und ihr Fläschchen und alles gebraucht hatte. Und diese Kombi Baby, das dich nachts schon nicht so schlafen lässt und auch ein Mann, war einfach zu viel, weil irgendwann gehst du auf dem Zahnfleisch, weil du kaum noch Schlaf hast. Und der Christian war ja dadurch auch nie ausgeschlafen, weil er halt diesen leichten Schlaf hatte. Und deshalb haben wir irgendwann entschieden, getrennte Schlafzimmer zu machen. Aber nur weil man getrennte Schlafzimmer hat, heißt es nicht, dass man kein Liebesleben hat. Und ich rede jetzt nicht nur hier vom Körperlichen, sondern so allgemein. Es muss nicht heißen, dass nur wenn man getrennt schläft, dass man sich auch als Paar voneinander entfernt. Das kann natürlich passieren, muss aber nicht passieren. Und ich würde sagen, wir handhaben das einfach eigentlich ganz gut so. Und ich kenne mittlerweile auch mehrere Paare, die getrennt schlafen. Für die ist das einfach ganz normal. Ich meine, klar, jemand, der das nicht kennt und dann hört, da, die Alte bei YouTube, die haben getrennte Schlafzimmer, für den ist das schon befremdlich, das verstehe ich. Aber wisst ihr, für uns ist das nach 5 Jahren einfach so zur Normalität geworden, dass ich glaube, ich könnte aktuell gar nicht mehr mit Christian in einem Bett schlafen. Wisst ihr, was ich meine? Weil man es einfach gewohnt ist, alleine zu sein und seinen Schlaf zu haben oder zu bekommen, den man braucht. So, genau. Und deshalb wird sich wahrscheinlich an dieser Schlafzimmergeschichte so schnell nichts ändern. Also, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. So, jetzt habe ich 2 der größten Themen angesprochen, die ich wollte. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Thema meine Videos. Also ich sage euch ganz ehrlich, und da habe ich mich auch letztens mit einer Freundin drüber unterhalten, ich habe einfach das Gefühl, ich bin hier auf meinem Kanal eingeschlafen. Und ich kenne auch der Auslöser. Der Auslöser ist einfach, dass ich vor einem Jahr wieder angefangen habe zu arbeiten
Und ich bin so ein kleiner Zahlenmensch. Ich habe halt früher immer geguckt, wie bin ich gewachsen und wie sind so die Analysen, wie ich wachsen werde im nächsten Jahr. Und ich muss schon sagen, seit ich angefangen habe, wieder zu arbeiten und YouTube zu machen, also beides irgendwie zusammen, seitdem sind diese Zahlen auch gesunken, was irgendwo verständlich ist, weil ich habe einfach die Zeit nicht mehr wie früher. Ich war halt einfach nur in Elternzeit. Das heißt, ich hatte auch mal die Zeit, 3-4 Tage in ein Video zu stecken, wie zum Beispiel die Putzhex. Das hat unfassbar viel Zeit gekostet, aber das hatte auch, das haben auch wirklich sehr, sehr viele Leute sich angeguckt. Und diese Zeit, die fehlt mir einfach. Mir fehlt auch diese Zeit. Ich würde viel lieber mehr Energie in meine Videos stecken. Aber ich muss auch euch ganz ehrlich sagen, mir bleiben mittlerweile nur noch Montag und Dienstag, um Videos zu produzieren für die ganze Woche. Und teilweise, wenn ich weiß, die Woche drauf habe ich Montag oder Dienstag einen Termin, muss ich ja das auch schon quasi vorproduzieren. Die Footdolls sind das kleinste Problem. Die Footdolls, ihr seht es, die drehe ich euch Viertelstunde, maximal 20 Minuten drehe ich die ab. Das ziehe ich aufs Programm. Währenddessen mache ich aber schon was anderes. Groß schneiden tue ich meine Holz nicht, das wisst ihr. Also das ist alles das kleinste Problem, aber die anderen beiden Videos. Ich will euch ja nicht nur Holz raushauen, weil ich kann auch nicht nur einkaufen. Irgendwann geht es halt nicht mehr, ne? Das ist ganz klar. Aber ich merke halt einfach selbst, ich bin, was YouTube angeht, eingeschlafen. Es kommt immer das ein und selbe. Ich meine, klar, ich wollte auch schon die aufgebrauchten Videos mal einstellen. Dann haben aber schon einige dagegen rebelliert. Aber irgendwie, es ist eintönig. Ich vermisse einfach diese Leichtigkeit, diese Spontanität von früher und dieses Energie, die ganze Energie in ein Video stecken. Ich habe das geliebt und ich merke halt einfach, seit einem Jahr geht es nicht mehr. Ich meine, klar, ich habe die Option, in der Pflege aufzuhören. Aber sind wir mal ganz ehrlich, YouTube ist nichts für die Zukunft. Das ist kein Beruf, auf den ich mich verlassen würde. Ihr wisst ja, ich gehe immer sehr ehrlich mit euch um. Deshalb kann ich euch das sagen. Ich habe im November furchtbar viel Geld mit YouTube verdient. Ohne eine Kooperation gemacht zu haben. Nur rein mit den Videos, die ihr geguckt habt, habe ich gutes Geld verdient. Aber ihr wollt nicht wissen, was ich im Januar verdient habe. Das ist lächerlich, wenn man es auf die Stunde ausrechnet. Frage ich mich manchmal wirklich, Jasmin, warum tust du dir das überhaupt noch an? Und wenn dann noch so ein paar kommen, ja, die dann noch immer kritisieren oder jedem Video irgendwas zu meckern haben, denke ich immer, Jasmin, schmeiß doch einfach das Handtuch, erhöhe deine Stunden in der Pflege und lass es einfach. Aber ich kann es nicht lassen, es geht nicht, weil A, ich glaube einfach ganz fest an mich, dass ich irgendwann vielleicht mal schaffe, das doch ein bisschen größer aufzuziehen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe Spaß daran, aber ich habe halt auch gleichzeitig den Zeitdruck, weil würde ich keine YouTube-Videos machen, müsste ich mehr in der Pflege arbeiten. Und nächsten Monat kann es sein, dass ich auch mehr in der Pflege einspringen muss. Dann kann ich aber weniger YouTube machen. Aber mit YouTube verdiene ich ja auch mein Geld. In der Pflege verdiene ich nicht mehr, nur weil ich einspringe. Das wird alles über Überstunden und Minusstunden halt so gehandhabt. Versteht ihr, was ich meine? Ich hätte gerne einfach mehr Zeit, um wieder richtig Gas zu geben. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich schon ein neues Intro machen möchte. Ich habe auch schon so ein, zwei Ideen im Kopf. Ich brauche die Zeit. Und ihr seht, ne, ich habe nur Montag, Dienstag frei und muss da 3 Videos reinquetschen. Klar, ich könnte eins weniger machen. Habe ich letzte Woche auch gemacht. Tat auch mal gut. Weil ein ganz großer Vorsatz war ja, auf die Bremse treten und Gas, also im Privatleben mehr Gas zu geben. Das habe ich auch wirklich seit Anfang des Jahres durchgezogen und es tut gut. Ne, also wie gesagt, ich habe nur den Montagmorgen. Ich muss noch dazu sagen, um 12 kommt Sophie vom Kindergarten. Und dann mache ich es nicht mehr, dass ich noch groß rumfilme oder mich an den PC setze und Videos schneide. Dann kriegt sie die volle Aufmerksamkeit. Um 13:30 kommen dann meine Großen. Auch die haben manchmal noch was. Also ihr merkt irgendwie, ich habe ein totales Kopfchaos gerade im Moment. Ich vermisse es genauso wie ihr. Ich hätte gerne wieder, dass es so wird. Bevor ich arbeiten war, aber zeitlich, ich kriege es nicht hin, weil es hat ja einen Grund, weshalb ich 2 Jobs mache und ich habe halt einfach nicht Geld genug. Ich musste schon immer für mein Geld arbeiten und das ist jetzt halt einfach so. Entweder ich mache das eine in Vollzeit, wie ich es gemacht habe vor YouTube, oder ich muss mir halt den Stress geben, muss beides machen und dann riskieren, dass ich halt keinen freien Tag mehr habe. Also ihr merkt schon, oh, ich bin total durcheinander und ne. Wie gesagt, ich merke es selbst, ich bin eingeschlafen, ich möchte etwas ändern. Ich habe aber aktuell noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich es ändern könnte.
Weil reduziere ich da die Stunden, fehlt mir ja wieder das Geld. Und ich habe euch ja eben gesagt, im November verdiene ich gutes Geld, im Januar verdiene ich fast nichts, im Februar genauso. Also eigentlich kann man nur sagen, dass man eigentlich nur in den Monaten von September bis Dezember richtig gutes Geld auf YouTube verdient. Aber die anderen Monaten braucht man halt auch Geld zur Verfügung. Ne? Es ist, ja, keine Ahnung, ich bin halt leider kein YouTuber, der 150.000 Abonnenten plus minus hatten, einfach komplett davon leben kann. Das ist halt nicht so. Wäre natürlich auch ein kleines Träumchen, aber naja, egal. Ich texte und texte hier. Ich hoffe, ihr versteht irgendwas von diesem Kopfwirrwarr. Und deshalb war mir das heute so wichtig, einfach mal so mit euch darüber zu sprechen. Auch wenn ich hier gerade sitze und alleine mit meiner Kamera rede. Aber das schon mal so runterzureden, tut einfach verdammt gut. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, ein weiterer Punkt ist Thema Instagram. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang habe ich noch bei, also als ich mit Instagram so pausiert habe, Anfang Januar, habe ich noch ab und zu reingeguckt, habe auch Nachrichten beantwortet. Mittlerweile ist es so, dass ich habe meinen Account nicht gelöscht, aber ich habe Instagram vom Handy geschmissen. Weil Instagram, das habe ich auch schon so unfassbar oft gesagt, Instagram ist ein riesengroßer Zeitfresser. Und wenn man eh schon keine Zeit hat, ist es halt für mich schwierig. Also ich hatte zwar immer gesagt, bei Instagram kommt nicht so viel, aber trotzdem hatte ich immer und immer wieder den Druck, ich muss täglich in die Kamera quatschen. Und wenn es mir nicht gut ging, ich hatte immer das Gefühl, ich muss da dranbleiben. Denn bei Instagram ist es so, man wächst halt nur, wenn man den Zuschauern täglichen Content bietet, regelmäßig ein Bild hochlädt. Und das habe ich noch nie getan. Das ist einfach nicht meins, dieses, ich muss heute wieder abliefern. Ich habe die Augen aufgemacht, ich muss jetzt erstmal mein Instagram-Intro, muss ich jetzt erstmal in die Story machen, ne? Guten Morgen, Welt und so weiter und so fort. Und das ist einfach nicht meine Welt. Ne? Wie gesagt, ich habe die zwei Jobs und dann noch Instagram. Und mir ist es selbst schon aufgefallen, so im Alltag. Ich gucke immer und immer wieder in dieses blöde Handy rein. Und da hatte ich Anfang vom Jahr einfach beschlossen, mir handyfreie Zeit zu gönnen. Einfach, ich bin so gut wie gar nicht mehr ans Handy, außer es hat halt mal gebimmelt. Ne? Ich habe eine WhatsApp oder so bekommen. Dann war ich noch am Handy. Und sonst eigentlich fast gar nicht mehr. Und dann habe ich letztens bei Instagram ein Reel gesehen. Das hat mich so, so extrem berührt. Da war eine Mama, die hat mit ihrem Kind gespielt. Das Kind hatte die volle Aufmerksamkeit. Dem Kind ging es gut, es hat gelacht. Im nächsten Moment hat sie das Handy in der Hand und lacht sich über ein Reel kaputt. Und das Kind hat mit aller Macht versucht, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Die hat nichts ausgelassen, um die Aufmerksamkeit von ihrer Mama zu bekommen. Ich fand das so schlimm. Ich meine, wir wissen alle, wie es ist, wenn man ständig am Handy sitzt. Aber das halt wirklich bildlich nochmal vor Augen geführt zu bekommen, das fand ich so berührend und so schlimm, dass ich mein Handy noch weniger in die Hand genommen habe. Und daraufhin habe ich die App von meinem Handy gelöscht, weil wie oft guckt man im Alltag, seid doch mal ehrlich, wie oft guckt man mal schnell Instagram? Dann gibt es ja noch Facebook und WhatsApp und YouTube. Es gibt so unfassbar viele Apps momentan. Ey, das ist... Ah, und das... Ich weiß nicht. Ich hatte halt einfach das Gefühl, das wird nichts mehr. Und ich bin immer noch im Überlegen, ob ich mir Instagram wieder aufs Handy mache, dann aber nur Bilder ab und zu poste, also einfach mal die Story sein lasse, oder ob ich Instagram komplett weglasse. Weil ich merke, je weniger ich am Handy bin, desto besser geht's mir. Und der Christian sagt auch, du bist viel lockerer, du bist ausgelassener. Also mir geht's auch wirklich besser. Ja, weil sind wir mal ehrlich, 3 Jobs ist einfach zu viel. Ich habe es auch sogar noch zwischendurch mal mit Hühler versucht, weil ich Hühler echt geil finde. Es ist ein super Gerät. Hat auch nicht funktioniert, weil ich die Zeit nicht habe. Die Zeit, um dieses geile Gerät zu vermarkten, wie es es verdient hat. Geht nicht. Oh mein Gott, ey. Ja, deshalb kann ich euch bei Instagram gerade nicht sagen, wie es weitergeht. Ich hoffe nur, ihr versteht mich. Und viele sind mir auch entfolgt, weil einfach kein täglicher Content mehr kommt. Und der Auslöser war, weil ich so krank war. Das war der Auslöser, weshalb ich gesagt habe, ich pausiere. Und je mehr Pause ich gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie gut es mir plötzlich geht. Versteht ihr das? Das ist, ja, keine Ahnung. Ich habe mir angewöhnt, mich jetzt mindestens einmal die Woche mit einem meiner Freundinnen zu treffen. Mindestens einmal die Woche irgendwas Gutes für mich zu tun, egal was es ist. Aber das ist so wichtig, wenn man schon kaum noch einen Tag frei hat, ist es einfach so wichtig, sich diese Auszeiten zu gönnen. Ich habe angefangen, mir mal wieder die Nägelchen machen zu lassen. Das hätte ich früher so oft gehabt. Ich habe mir mal am Wochenende wieder die Haare gefärbt, habe sie schneiden lassen. Und das ist das alles, was ich vernachlässigt habe, weil ich die Zeit nicht hatte im letzten Jahr. Und das muss ich einfach ändern, weil
Ich krieg so oft gesagt, du bist so eine Powerfrau, Hut ab, wie du das unter den Hut bringst, aber die Realität, die sieht so komplett anders aus, dass ich teilweise so geheulend vom Christian saß und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und deshalb muss Instagram erstmal noch vor meinem Handy bleiben. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, ihr habt Verständnis dafür. Lange Rede, kurzer Sinn, gell? Ja, da ist auch schon das Thema, ich würde gerne frischen Wind in meine Videos bringen. Ich weiß aber noch nicht, wie. Ich muss irgendwie den Spagat schaffen. Und mache ich vielleicht wirklich auf Dauer weniger Videos, aber dafür Videos, woran mein Herz wieder hängt. Also nicht, dass ich hier irgendwas herzlos mache, aber ich habe halt immer den Zeitdruck, weil, ne, dienstags muss ich 2 Videos machen. Ich habe aber auch noch Termine. Ich habe die Kleine. Und ich muss halt auch irgendwann meinen Haushalt durchschmeißen. Das kommt dann noch dazu. Ich meine, in der Woche, wo ich zum Beispiel viel Spätdienst habe, kann ich mehr Zeit in YouTube investieren. Weil ich gehe ja erst um 16 Uhr zur Arbeit. Wenn ich aber Frühdienst habe, dann geht nichts mehr, weil ich nach dem Frühdienst direkt mit der Sophie nach Hause komme. Und dann muss einfach der Fokus auf ihr liegen. Ne? Und muss ja auch noch mit dem Hund raus. Und ja, ihr wisst ja, wie es ist. Der Alltag halt eben, ne? Ist ja bei euch auch nichts anderes. Oh Gott, ich erzähle so viel durcheinander. Ich hoffe wirklich, ihr kommt da überhaupt noch mit bei meinem Kopfchaos. Ey, das ist so verrückt, gell? So, jetzt habe ich das alles angesprochen. Jetzt habe ich noch ein letztes Thema. Und zwar habe ich mir am Wochenende überlegt, wie es denn wäre. Weil ich wurde ja immer wieder gefragt, ob wir mal ein Treffen machen. Leider ist das ja aufgrund Corona die letzten 2 Jahre nicht einmal so richtig möglich gewesen. Ja, jetzt habe ich folgenden Entschluss gefasst. Ich würde gerne so mit 2, 3 von euch mal schön essen gehen. Ja, ich würde euch gerne einladen zum Essen. Wir könnten quatschen. Jetzt ist aber nur die Frage, wie und wann ich das Ganze umsetze. Also ich habe ja nur jedes 2. Wochenende frei. Also es müsste schon an einem Wochenende sein. Und es würde wahrscheinlich in Mannheim stattfinden. Ist für mich zwar auch 1 Stunde Autofahrt, aber Mannheim ist, glaube ich, für jeden relativ gut zu erreichen. Also die, die es erreichen wollen, die können es erreichen. Ja, ist jetzt halt die Frage, ob wir das nicht mal machen. Und wie gesagt, ich muss mir noch überlegen, wie ich das Ganze umsetze, aber ich denke, dass das in nächster Zeit auf jeden Fall halt möglich wäre. Aber ich muss mir halt Gedanken machen, ich muss das ja quasi als Gewinnspiel irgendwie machen und mir jemanden rauspicken und überlege, wie ich das dann mache. Und deshalb bin ich am Überlegen, ob ihr mir dann eine E-Mail schreiben müsst, wer da Interesse dran hätte. Und da muss ich mir halt ein paar rauspicken, so irgendwie. Also ihr seht, das Ganze hat noch keinen Hand und Fuß. Das ist einfach mal nur so ein grober Plan in meinem Kopf, was ich eventuell ja ganz gerne umsetzen würde, damit ich halt auch so ein paar von euch kennenlerne, weil für mich ist das ja auch immer interessant zu sehen, wer da vom Bildschirm hockt, weil so rede ich nur mit der Kamera, ich sehe ja euch nicht, aber ihr seht mich, ne? Das ist irgendwie so, ja, das ist auch verrückt, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, wir sind mittlerweile auch über 15.000, ich würde euch alle nicht mehr in mein Wohnzimmer reinbekommen, ne? Ey, das ist schon, ja, irgendwie Wahnsinn, gell? Ich meine, 15.000 ist für die Jahre, die ich schon YouTube mache, ist das nicht viel, wenn wir ehrlich sind. Aber trotzdem ist es schon krass zu wissen, wie viele diesen Kanal halt so abonniert haben. Ich weiß nicht, ich hoffe, es werden schon noch ein paar mehr. Ja, naja, schauen wir einfach mal. So, ihr Lieben, ich habe so unfassbar viel gequatscht. Ich lasse es jetzt einfach und hoffe, es war nicht zu verwirrend für euch. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns am Dienstag zum Foodall wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.